Warum habe ich überhaupt gerade geschrien? Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier mit mir, eurem Roman. Guten Tag. Heute gehen wir einer ganz mysteriösen Art und Weise hinterher. Und zwar, wie konnte diese Oma nur gewinnen? Okay, in der letzten Folge haben wir tatsächlich ein wenig verloren. Das muss ich schon zugeben. Das war schon echt wack. Das heißt also, ich kann das definitiv besser und heute werde ich es auch beweisen. In einem neuen Chapter, und zwar hier im Special Chapter Trouble in Paradise. Ein neues Chapter, was dazugekommen ist, mit einem neuen Level, was interessant ist, und zwar ist es Excellent Surprise. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Mit der Objective. So, Mrs. T hat also gedacht, sie könnte also ihre Schüler verarschen. Naja, wir haben eine ganz knackige Idee, wie wir ihr Geschenk sozusagen zerstören können. Die Sachen können ganz schön unsauber werden und dreckig werden. Okay. Also, hier wird ein Hammer empfohlen und es wird ein Taschenmesser empfohlen. Das dritte Item gibt uns immer einen kleinen Tipp, was für ein Item wir brauchen, aber wir schauen uns das mal an. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Oh, okay. Sie möchte sozusagen zu Ostern ihren Schülern vergiftete Eier geben. Okay, okay, okay. Das heißt also, wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass wir ihr Geschenk bzw. ihre Überraschung zerstören. Okay, also sie hat sozusagen die Schüler eingeladen, möchte die mit diesen Eiern vergiften. Aber wir müssen diese... Oh mein Gott, sie kommt jetzt schon? Wie jetzt? Sie kommt jetzt schon? Oh mein Gott, niemals, oder? Das ging ja viel zu schnell, hallo? Oh, jetzt schmeißt die bestimmt wieder ein Ei auf uns. Ja, 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 komm. Ja, hau ab, Frau, bitte. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, das sorge ich Ihnen. Guck mal, Tür offen. Tür wieder zu. Tür offen, Tür zu. Tür offen, Tür zu. Wir brauchen ein Taschenmesser. Das ist erstmal das Erste, was wir uns holen werden. Ich hoffe mal, sie geht da rein und geht uns dann nicht mehr auf die Nerven. So, gut. Wir fangen an. Wir können uns jetzt erstmal unser erstes Item holen. Ganz gemütlich gehen wir erstmal in die Garage rein. Da finden wir bestimmt ein kleines Taschenmesser. Das wurde... Oh, was ist das denn? Farbe, die liegt nicht immer hier. Die nehmen wir mit. Ja, aber das Gefühl, wir haben ein zweites Item gefunden, was wir vielleicht benötigen könnten, ne? Hier gibt es gar keinen Taschenmesser. Okay, muss ich mal gucken, wo ich vielleicht noch ein Taschenmesser finden kann. Also, gehen wir mal hier in die Küche und schauen uns mal... Aha. Wahrscheinlich müssen wir die aufschneiden oder sowas, ne? Okay, schauen wir uns mal um, was wir hier finden können. Also, wir müssen irgendwo ein Messer finden. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Ostereier. Okay. Aha, was ist das hier? Was haben wir da? Aha. Schleim habe ich jetzt hier gefunden, ne? Okay. Dann haben wir hier ein Buch. Das brauchen wir nicht. Das ist kein Cuttermesser. Ich glaube, ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir dieses Cuttermesser brauchen werden. Das sieht für mich wirklich danach so aus, als ob wir hier irgendwo ein Cuttermesser... Ist das ein Cuttermesser? Das ist eine Schere. Alter, mit einer Schere muss es doch eigentlich auch gehen, oder nicht? Warte mal, wir gucken uns das mal an. Wo ist denn die Frau jetzt wieder? Okay, sie läuft da irgendwie drunter. Egal, wir gehen mal in die Küche rein. Gucken mal, ob irgendeines von diesen Items hier funktioniert. Schere? Nein. Säge? Nein. Okay, können wir alles wegwerfen. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Ich gehe einfach hier in den Shop und kauf mir einfach ein Cuttermesser. Ich habe keine Ahnung, wo das Cuttermesser ist, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen nehmen wir es mal lieber so mit. So, währenddessen die gute Frau da nach oben läuft, laufen wir jetzt mit dem Cuttermesser mal in die Küche und schauen mal, was wir machen können. Denn ich denke mal, mit den Sachen, die ich da gefunden habe, kann ich schon ein bisschen was anstellen. So. Aha. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Ist sie das aus Schokolade? Oh mein Gott. Okay, ich habe mich ja gerade richtig erschrocken, dass da überhaupt jemand drin ist. Oh Gott. Wir da Schleim reinmachen oder Farbe? Nee, Farbe nicht. Schleim. Okay, dann machen wir da jetzt Schleim rein. Aha. Solle. Und Farbe. Oh, okay, das funktioniert nicht. Okay, warte. Wir brauchen Kleber oder sowas. Lass mal kurz hochgehen. Ich weiß, wo es Klebeband gibt. Die hat doch immer bei sich im Büro Klebeband gehabt, oder nicht? Das liegt doch hier meistens immer. Diese Rolle Klebeband hat sie doch immer bei sich im Zimmer gehabt. Alter, ich weiß echt nicht, wo man hier... Das da! Da ist der Cutter gewesen. Gibt es hier nicht noch eine Rolle Klebeband irgendwo immer? Oh, oh. Ich muss das irgendwie... Da! Rolle Klebeband. Wo ist die denn? Die ist da gerade. Das heißt, ich gehe hier runter.
Okay. Ey. Ich sag's euch, das ist es. Wir müssen das nur zukleben und dann wieder streichen mit Farbe. Dann haben wir das ganze Ding fertig. Ich glaube, wir brauchen nur noch diese Klebebandrolle. Die gibt's immer im Büro. Okay, sie geht jetzt wieder oben rein. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja! Man kann es zukleben. Oh, Junge. Okay, und jetzt mit Farbe drauf. Jetzt mit Farbe drauf. Farbe drauf? Bitte, bitte funktioniert. Oh. Oh mein Gott. Perfekt. Es sieht perfekt aus. Oh mein Gott, das kann sie gar nicht bemerken. Und dort ist nur Schleim drin. Leute, das wird der Prank der Creme de la Creme. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird richtig nice. Wir haben da einfach Schleim reingefüllt in ihr Osterei, um sie nochmal zu veräppeln. Das heißt also, sie hat uns also Gift reingemacht oder irgendeinen Schleim in diese Eier mit rein. Also haben wir auch einfach Schleim genommen und in ihr riesen Ultra-Ei reingemacht. Oh mein Gott, da sind sogar so Konfettikanonen. Wer ist dieser dritte Junge da rechts? Oh mein Gott. Oh, alter Junge, leuchten. Oh, und Konfetti. Okay. Wow, die ist ja richtig voll mit Schleim gewesen. Okay, schon interessante Sache. Interessanter wird aber die nächste Runde. Der nächste Trend, der losgeht, ist... So, Mrs. T ist also über ihr ganz neues Trampolin erfreut, ha? Huh? Ich wette, wir können das zu einer, prickeligen Angelegenheit machen. Okay, oder vielleicht irgendwie spitz? Auf jeden Fall brauchen wir hier wieder ein Cuttermesser. Checken wir das mal aus. Was passiert hier? Die Frau kommt her. Oh, I'm so excited to go on the trampoline today. Aha. So much fun. Okay. The sun will be shining down. Sie will mit ihm also Trampolin springen? Okay, alles klar. Wir müssen also irgendwas am Trampolin machen, ne? Das ist ja klar. Okay, sorge dafür, dass Mrs. T's Trampolin-Aktivität nicht so viel Spaß machen wird. Okay, was können wir machen? Alter, guck mal, dieser Kaktus leuchtet. Alter, ja, Tatsache, das ist ein Item. Hey, mir ist das voll aufgefallen. Der leuchtet ja. Oh, okay. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, wir schneiden einfach nur das Trampolin auf. Aber wir haben jetzt einen Kaktus. Okay. Das erste Item ist ja auf jeden Fall schon mal da. Und das erste Item sorgt auch dafür, dass wir nichts mehr sehen. Warte mal. So, wir nehmen jetzt mal hier den Kaktus mit. Und dann können wir hier das Item wechseln. Okay. Goodie. Dann lass mal kurz gucken. Und zwar im Büro von der guten Frau. Ob wir da denn den Cutter finden können. Und da liegt er tatsächlich. Okay. Inzwischen wissen wir es. Er liegt oben, der gute Cutter. Dann haben wir hier ein... Oh, ein Tacker nochmal. Okay, ein Tacker. Vielleicht können wir den für irgendwas verwenden, ne? Was haben wir hier? Oh, guck mal. Schere. Was ist das denn? Das ist ein Faden. Brauchen wir einen Faden? Ich guck's mir mal an. Warte mal. Kann ich mir das hier wegwerfen, bitte? Warte mal. Zack. Aha. Faden, Tackermaschine, Kaktus... Und Dings, das sind neue Items alles. Okay, sie ist jetzt gerade da hinten. Okay, wir gehen mal... Wir müssen irgendwie in den Garten kommen. Ah, das sieht mir nach einem Trampolin aus. Was können wir jetzt hier machen? Also, wir schneiden das Ding auf. Ist das richtig? Okay. Okay, jetzt habe ich das aufgeschnitten. Jetzt lege ich den Kaktus rein. Okay. Ich leg den Kaktus rein. Okay, der Kaktus liegt schon mal drin. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Dann nehme ich den Tacker. Und, nee, Tacker erst zum Schluss, oder? Ah, okay, jetzt kann ich das hier wieder zumachen. Oh mein Gott, hä? Das war's schon? Und was ist mit dem Tacker? Wofür brauchen wir den? Den brauchen wir gar nicht, oder was? Oh, okay. Ja, das war's schon. Ah, okay, das ist der Streich. Also währenddessen die springen werden, wird halt eben unten ein Kaktus liegen und dann werden die wahrscheinlich springen und springen und springen und dann irgendwann werden die sich wahrscheinlich ihren Po am Kaktus wehtun. Oh! Oh, look at me, Francis. Oh mein Gott, da ist doch schon der Kaktus! Was ist das denn bitte? Oh, jetzt ist er auch reingefallen. Jetzt tun die sich beide einfach die ganze Zeit weh. Oh mein Gott. Das oh mein Gott, ist das bescheuert. Ist das
Boom. Oh mein Gott. Aber es war schon ein witziger Streich. Oh mein Gott. Das war ja richtig gut. Oh, jetzt kommt ein fantastisches Surprise, was irgendwas mit Fledermäusen zu tun hat. Schauen wir mal rein. Mrs. T's Fake-Überraschung wird sich in einen echten Albtraum entwickeln. Das ist sozusagen der nächste Streich, den wir spielen werden. Ich kann mir gerade aus dem Text nicht so ganz richtig was erklären. Und wir haben kein Recommended Item, was anders ist als der Hammer und das Ding. Oh, das wird schwer. Mist. Okay, was macht sie da? Sie hat da eine Fledermaus in der Hand? Open up your surprise. Don't worry, my dear. Okay, ich hab's verstanden. Also, sie möchte ihren Freund erschrecken mit so Fake-Fledermäusen. Das ist ihr Plan. Und das hat sie in der Küche aufgestellt auf diesem Ding da. Alles klar. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Idee. Wir müssen keinen Kaktus nehmen, kein gar nichts. Hier liegt auch nichts. Okay, und ich habe jetzt eine Idee. Und zwar, es gibt nur zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, wo sich Fledermäuse aufhalten können. In der Garage, im Keller oder auf dem Dachboden. Was könnten wir denn brauchen? Wir bräuchten eigentlich sowas wie... Also eigentlich bräuchten wir auch sowas wie Netz, so ein Quallenfischernetz. Kennt ihr das, Quallenfischernetz? Ich möchte hier mal kurz was checken. Warte mal. Ich möchte mal ausprobieren. Okay, so vielleicht. Und abplatzieren. Oh mein Gott. Oh ja. Es hat funktioniert. Oh, niemals. Oh mein Gott, jetzt habe ich sie wieder aufgehoben. Ich bin so dumm. Ich bin der dümmste Mensch auf Erden. Wird sie jetzt wieder klappen? Okay, es hat wieder funktioniert. Okay. Oh mein Gott, man kann sogar hoch... Ich bin auf dem Dach. Alter, jetzt ist aber die Dings runtergefallen. Die Leiter ist runtergefallen. Okay. Es gibt einen Dachboden. Es gibt einen Dachboden. Kommt man da rein? Vielleicht brauche ich einen Hammer dafür. Nee, dahinter ist nichts. Ich sehe sogar schon die Textur. Alter. Ich bin einfach auf dem Dach drauf. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt drauf soll. Ich glaube, das ist sogar gar nicht... Ich glaube, es gibt keinen Dachboden. Ich glaube, ein Dachboden ist non-existent. Aber es gibt einen Schornstein. Schornstein? Wo sollen denn hier überhaupt diese... Dinger sein? Wo sollen denn... Oh mein Gott. Alter, die greift mich einfach an. Niemals. Von wo rennt die denn? Als ob die mich aus dem Fenster gesehen hat. Als ob die mich aus dem Fenster gesehen hat. Ah! Okay, ich gehe jetzt in den Keller. Bitte lass mich. Bitte lass mich. Sind hier drinnen irgendwo Fledermäuse? 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 Da drinnen bestimmt. Nee. Vielleicht muss ich zum Geschenk an sich gehen. Vielleicht sind... Aber da sind ja nicht die echten drin. Irgendwo muss ich doch echte Fledermäuse finden können. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist was. Das brauchen wir. Okay. Sorge dafür, dass die sich richtig erschreckt. Guck mal oben links. Hä? Die sitzt einfach auf der Treppe. What? Das sah ja richtig komisch aus. Wo finde ich jetzt diese Bats? Die echten Bats? Ich habe einen echten Käfig. Aber wo finde ich die Bats? Hier in der Küche sind doch welche. Ja, aber das sind die Fake. Die muss ich austauschen gegen echte. Wo soll ich echte bitte schön finden, ne? Soll ich die anzünden, ne? Hier anzünden, Alter. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade... Was? Unlimited Rewife? Nee, Mann, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Schaffe ich auch alleine. Hör zu. Habt ihr das gerade gesehen? Lass mal nochmal kurz... Wir spulen mal kurz zurück und zeigen euch das Video nochmal. Und zwar, gerade eben, als ich dieses Ding angezündet habe, ist ein kleiner Film gekommen, wo aus dem Schornstein oben diese Dinger rausgekommen sind. Und den Schornstein haben wir sogar gesehen. Alter, wir haben den sogar gesehen, also müssen wir doch dahin. Deswegen denke ich, oh mein Gott, wir müssen wahrscheinlich oben, wo wir waren, diesen Käfig holen und den Käfig oben platzieren, damit wir da hochgehen. Oh mein Gott, ich zeige euch, wie es funktioniert. So, die Idee, die ich jetzt habe, weil wir ja diese Dinger fangen müssen, das sind ja fliegende Fledermäuse, müssen wir die wahrscheinlich auf diesen Kamin platzieren und den Kamin anmachen. Weil dadurch fliegen oben aus dem Kamin
diese Dinger raus. Warte mal, ich guck mal, ob ich mich näher ranstellen kann. So, platzieren. Warte, es funktioniert sogar. Eigentlich kann ich da sogar hochklettern. Ja, okay, es funktioniert. Egal, passt so, passt so. So, jetzt hier drüber, wo wir die ganze Zeit schon waren. Und jetzt gehen wir hier auf dem Dach lang. Und jetzt kommt das absolut Verrückte. Das hätte ich niemals gedacht. Aber hier kommt der Zaun hin. Oh mein Gott. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt springen wir hier runter. Das ist die Idee. Springen hier runter. Ich hoffe, sie sieht uns nicht. Nee, diesmal hat sie uns nicht entdeckt. So, jetzt gehen wir hier hin und aktivieren das Ding hier. Ja, Mann. Ja, Mann, es funktioniert. Ja. Okay, gut. Tut mir leid. Hatte kurz einen kleinen, eine kleine Romanzeit. So, jetzt gehen wir wieder hoch und müssen durchs Fenster. Sie ist irgendwo wieder hängen geblieben, die gute Frau. Ist aber gut so, dann soll sie genau dort bleiben. Und gehen jetzt durch den Fitnessraum einfach hier raus. Durch das Fenster. Gehen hier die Treppe hoch. Oh mein Gott, die Treppe ist runtergefallen. Ich hab sie wieder. Platziere sie jetzt wieder hier hin und platzieren. Geht sie jetzt da dran? Ja, okay. So, jetzt hier wieder hoch. Oh, okay. Jetzt holen wir uns diese Fledermäuse. Yeah! Yeah! Oh mein Gott. Okay. Oh Junge, da sind sie. Und ich hab sie einfach. Und ich hab sie einfach. Okay, wo läuft sie jetzt gerade herum? Sie ist bei sich im Schlafzimmer, gell? Okay, ich gehe jetzt hier runter. Alter, sehen die gruselig aus. Okay, wir gehen jetzt hier entlang. Machen das Ding auf. Und tauschen die aus. Und das Ding wieder zumachen, nicht vergessen. Und jetzt hauen wir ab. Und jetzt hauen wir einfach ab. Jetzt hauen wir einfach ab. Alter! Das war gerade so ultra knifflig mit dieser Ja! Es hat funktioniert. Jetzt haben beide Angst. Und es sind überall alles voll mit Fledermäusen. Junge! Alter, wo hängen die denn dran? Stop it! Oh mein Gott. Warum? Egal. Wisst ihr was? Das war's jetzt erstmal. Leute, wir haben es geschafft. Der Bad Prank mit den Fledermäusen. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es mal wieder heißt Let's Go! Go, go, go! Haut rein, Leute. Ciao!